Wir sind hier auf dem Postplatz vorm Haus der Sorben, wo die Domowinner sitzt. Und man hat uns ja vergangenes Jahr schon und auch diesem Jahr so unterschwellig wieder Sorbenfeindlichkeit unterstellt. Und dass das gesichert nicht so ist, das können wir beweisen. Und wir haben hier den, wie war Thomas? Auch Thomas, ne? Ja, und Thomas hier. Und er bringt uns einfach mal einen kleinen Gruß auf Sorbisch oder wie auch immer, mal sehen. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Bein. Mehr Stuhl nicht um. Okay. Also versteht mich keiner. Ja. Also. Von Mona Löber. Wir sind ja vorhin gegangen mit diesem schönen Plakat gelaufen, der Herr Carsten Hilse und ich. Und damit man das lesen konnte, mussten wir die Positionen wechseln. Was bedeutete, dass Carsten Hilse links gegangen ist und ich rechts. Also der sorbische Kommunist ist rechts gelaufen und der Carsten links. Das beweist eindeutig, dass der Carsten nicht rechtsextrem sein kann. Okay. Vielen Dank. Das ist ja richtig Querfront. Ja, das habe ich übrigens. Wir haben am Freitag ein paar Leute kennengelernt bei einer Weihnachtsfeier von Uwiso. Und unter anderem Dr. Sven Dreyer, der wird auch mal nach Bautzen kommen. Heute hat er es leider nicht geschafft, da hat er überlegt, ob er es schafft. Der stammt aus dem linken Milieu, war auch bei der Linken und so weiter und hat ein Buch geschrieben, Die Selbstzerstörung der Linken. Dann habe ich dann geschrieben, komm doch einfach, hat die Einladung, wir sind hier alles, wir sind links, wir sind rechts, wir sind Reichsbürger, wir sind AfD, wir sind Basis, wir sind alles Mögliche, jung, alt, wir sind eine richtige Querfront. Herzlich willkommen. Bitte? Einfach schön, so wie es sein muss, weil wir das Herz der Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendwelche Meinungen über irgendwelche Dinge, die die angeblich tun oder nicht tun oder mit wem sich getroffen haben oder nicht. Wer sowas tut, ist, ja, tut mir leid, menschlich, geistlich noch nicht ganz so weit. Gut. Ja, ich nehme dir deinen Glühwein schon weg. Gut, haben wir jetzt. Hat noch jemand was? Ja. Gut. Guten Abend, Bautzen. Ich möchte. So, ich möchte über zwei Probleme sprechen, liebe Bürgerinnen und Bürger, und zwar über den Krieg in Gaza. Und ich möchte auch nochmal an den Bürgerkrieg der USA erinnern, die mit 143 Sanktionen gegen Kuba dieses Land, obwohl sie einen ganz anderen, ich sag mal, Lebensentfaltungsvorschlag haben, also den Sozialismus daneben, haben viel hart. Die wollen sie erwürgen. Und das machen die schon seit 1963 so. Das geht jetzt so weit, dass also auch alle Mitglieder in der UNO jetzt gesagt haben, bei der letzten Vollversammlung, wir sind dagegen. Für die Abschaffung dieser Sanktionen. Zwei Staaten haben dagegen gestimmt. Das war die USA. Es war nicht anders zu erwarten. Was mich überrascht hatte, Israel auch. Da dachte ich, da musst du noch mal hinterher gucken, warum die das eigentlich machen, die Israelis. Haben die aus dem Zweiten Weltkrieg nicht gelernt? Und jetzt kommt's. Der Hammer war, weil sich die Kubaner für die Rechte der Palästinenser in Palästina eingesetzt haben. Seitdem geht der Zirkus los, wird also Kuba auch von Israel sozusagen geschnitten und man beteiligt sich sozusagen an diesen Sanktionen. Es ist klar, welcher Präsident auch immer in den USA regiert, das sind eigentlich Kuba-Gangster, ich sag das mal so. Der Fidel Castro wurde mit, ich glaube, soweit ich weiß, mit 48 Mordattentaten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch mal vor, der Putin würde jetzt 48 Mordattentaten auf den Biden loslassen. Da wäre aber hier ein Aufschrei. So, ich wollte euch nur sagen, die will man strangulieren und wer nicht bloß in Kuba Libre getrunken hat, sondern auch sich mal für dieses Volk
Lateinamerika interessiert, der kann sich da also bei Kuba Sie unter anderem engagieren. Jetzt komme ich mal auf Israel zu tun. Ja, da hieß immer, die Hamas, das sind Verbrecher, das ist eine Terrororganisation etc. Ihr müsst euch mal, und dazu bietet unter anderem ein Journal, das nennt sich Rotfuchs, in der Dezemberausgabe, also genau in dieser Ausgabe, jetzt in diesem Monat, da kann man über 4-5 Seiten mal die Geschichte von Israel ganz deutlich nachlesen, wie es eigentlich zu diesem Staat Israel gekommen ist. Da geht ihnen eben auch die Feder hoch, das kann ich euch sagen. So, das Recht der Palästinenser wurde seit jeher, egal welche Regierung in Israel an der Tete war, mit gnadenlos behindert. Also die sind nie auf ihren eigenen Staat gekommen, obwohl sich Israel ständig durch Kriege und Brutalität, ich sag auch besonders in diesem Westjordanland, vergrößert hat. Seit Anfang dieses Jahres haben israelische Siedler, das müsst ihr euch mal vorstellen, nicht das Militär, israelische Siedler, die zumeist aus Übersee kommen, die haben doch 300 Palästinenser abgeknallt. Das können doch nicht unsere Freunde sein. Das sage ich hier mal ganz deutlich. Israel verhält sich nicht bloß aggressiv, für mich persönlich, und das sage ich hier klipp und klar, und auch an alle unter uns weilenden Stoffhüte hier, die nach Berlin oben Meldung machen. Ja, das ist ein Terrorstaat. Und die Regierung, das ist eine profaschistische Netanjahu-Regierung. Und die muss weg. Dankeschön. Ja. Danke für diese deutlichen Worte. Na, gut, ich denke, jetzt kommen wir so langsam in die Landebahn, oder? Ja, also ich wollte mich, das habe ich bisher erst noch gar nicht richtig gemacht, wollte mich einfach nochmal bedanken. Das ist mir so auf dem Spaziergang nochmal durch den Kopf gegangen, wie toll das ist, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, die haben da 150, die bemühen sich in Bautzen und da fahren wir jetzt einfach hin, bringen denen was mit, gratulieren denen und bringen denen einfach den Leuten, die da sind, eine Kleinigkeit, das Überraschung, einfach als Dank dafür, dass ihr jeden Montag hier seid. Und das kann man gar nicht hoch genug schätzen und ich will mich ganz sehr bei euch nochmal bedanken. Herzlichen Dank, ihr lieben Menschen aus Torgau, aus Leipzig-Saale, aus Berlin, aus Plauen. Ja, euer Applaus. Und wie es bei uns so üblich ist, gibt's zum Schluss noch ein Witz. Der Witz hat ein bisschen gedauert, das ist ein Teewitz, der hat gezogen. 2 Jahre lang verspätet, tut mir leid. Hätte man vor 2 Jahren erzählen sollen, aber es kam jetzt erst ins Tageslicht, dass ich vor 2 Jahren Ricarda Lang und Annalena Baerbock unterhalten haben. Und da hat Ricarda Lang zu ihr gesagt, dieses Jahr fällt Weihnachten auf einen Freitag. Daraufhin hat Baerbock gefragt, oh Gott, doch hoffentlich nicht auf einen 13. Ja, gut. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche, ein gesegnetes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Kommt zur Ruhe, schaltet auch mal ab und macht das, was wichtig ist, nämlich den familiären Zusammenhalt pflegen. Und wie gesagt, herzliche Einladung für die, die am 25. da Lieder singen wollen und eine kleine Runde gehen wollen. Dann kommt er, 18 Uhr Kommarkt, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns im neuen Jahr. Und da sind dann übrigens die Landwirte wieder dabei, mit ihren Maschinen und speziell am 8. sicherlich sowieso. Und dann werden wir voll durchstarten und denen das fürchten lernen. Danke. Genau, ihr wisst ja, das letzte Wort habe ich. Ja, also auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für die Überraschung an Mitteldeutschland, Leipzig, Torgau und Plauen und wer da alles mit, also Erfurt. Ich habe vorhin noch einen Spaziergang gehört, was das für eine logistische Meisterleistung gewesen ist, dass die Sachen alle heute hier pünktlich da waren. Also herzliches Dankeschön. Ja, an alle, die da waren und noch da sind, ein herzliches Dankeschön. Ich möchte es auch nochmal offiziell von der Bühne sagen, den Sängern, den Friedenssängern, die jeden Montag auf der Reichenstraße und jetzt hier mit auf dem Postplatz vor der Mahnwache für den Frieden singen, auch nochmal ein herzliches Dankeschön für ihre Arbeit. Persönlich habe ich es heute schon überbracht vor der Mahnwache. Ja,
euch, Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame, friedliche Tage, friedliche vor allen Dingen und zwischen den Jahren dann erholsame Tage. Aber am 25. sehen wir uns ja. Und damit ist die 150. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität beendet. Vielen Dank auch an die Polizei. Uhr mittlerweile. Wurde diese 150. vom Versammlungsleiter Edgar beendet. Roll ich wieder über die Friedensbrücke in Bautzen nach der 150. Mahnwache. Und auch wenn das Ziel, was wir haben, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität aller hier lebender Menschen noch lange nicht erreicht ist, können wir zusammenfassend sagen, es war eine schöne Mahnwache. Tolle Rede von Herrn Hilse wieder, Berufspolitiker, der vor dem 150. Montagsspaziergang vom medizinischen Personal ein Banner mitgetragen hat. Finde ich ganz toll, großartig. Wünsche euch eine schöne vierte Adventswoche, schönes Weihnachtsfest. Bleibt tapfer, standhaft, grüßt eure Familienangehörigen, Omis, Onkels, Tanten, Verwandten und was sonst noch so rumkraucht. Bleibt tapfer, mutig, setzt euch ein für Frieden und Freiheit und kommt auch zu diesen und ähnlichen Veranstaltungen, wenn es geht auch nach Bautzen. Haltet durch, bleibt gesund. Ja, schöne Weihnachten und tschüss aus Bautzen.